Der Spirograph, die Blooms und das Videofeedback sollen Strukturbildung in der Natur veranschaulichen. Es sind drei Exponate, die beschäftigen sich mit bioinspiriertem Design, also sind an der Schnittstelle zwischen Mathematik, Physik und Biologie, an denen der Besucher und die Besucherinnen Strukturbildung in der Natur selber erfahren können. Bei den drei Installationen haben wir darauf geachtet, durch einfache Methoden und einfache Mittel komplexe Sachverhalte darzustellen, wie aus einfachen Anordnungsvorschriften in der Natur komplexe Strukturen entstehen können. Das erste Exponat dazu wäre der Spirograph. Da kann man selber relativ einfach Blüten zeichnen, die sehr stark natürlichen Blüten ähneln, wenn man die richtige Kombination von Zahnrädern verwendet. Hier bei den Blooms kann man natürliche Strukturen animieren und vorne mit den Tastknöpfen die Frequenz des Blitzlichtes einstellen und die Animation vorwärts und rückwärts laufen lassen. Der Romanesco zum Beispiel, der probiert möglichst viele seiner Blüten auf der Oberfläche unterzubringen. Und dafür gibt es einen mathematischen Winkel, unter dem es am besten funktioniert. Das ist der sogenannte goldene Winkel. Das sind 137,5 Grad. Das heißt, wenn die nächste Blüte um 137,5 Grad verdreht ist, dann bekommt man sehr, sehr viele davon auf der Oberfläche runter. Das dritte Exponat ist das Videofeedback. Damit kann man selber auf dem Bildschirm fraktale Strukturen entstehen lassen. Die Kamera filmt den Bildschirm ab, auf dem das Kamerabild wieder dargestellt wird. Wenn ich jetzt meine Hand reinhalte, sehe ich meine Hand nochmal. Diese Hand wird dann wieder dargestellt und so weiter und so fort. Es beschäftigen sich also alle drei Exponate mit Anordnungsvorschriften oder Wiederholungen, wie sie auch in der Natur stattfinden. Der Mathematiker und Informatiker Alan Turing hat schon vor einer ganzen Weile herausgefunden, dass natürliche Strukturen wie die Muster von Leopard und Zebra und Kugelfisch, dass die nach einem mathematischen Prinzip aufgebaut sein müssen. Wenn man sich das Videofeedback anguckt und mathematisch einmal durchrechnet, dann kommt man darauf, dass da genau dieselben Formeln ins Spiel kommen. Also das ist ein Analog zu dem, was in der Natur, in der embryonalen Entwicklung von solchen Tieren passiert. Es ist natürlich extrem wichtig für die Technik, also wenn man neue technische Geräte baut, die unterliegen denselben Naturgesetzen wie die Organismen der Biologie. Daher sind viele Probleme, die wir für technologische Lösungen suchen, sind in der Natur schon einmal gelöst worden. Man kann also ohne Probleme in die Natur schauen und schauen, welche Lösungsansätze die Evolution für bestimmte Probleme gefunden hat und die sich abschauen und damit technologische Probleme lösen, die vielleicht die Welt verbessern. Thank you.